Tierfreundinnen und Tierfreunde. Zwei gute Nachrichten gibt es heute zu Beginn unserer Folge. Die getigerte Katze Muki, vorgestellt am vergangenen Freitag, wohnt schon bei neuen Menschenfreunden. Die Langeweile hat somit für sie ein Ende. Auch die Perserkatze Uschi, ebenfalls vor einer Woche vorgestellt, hat Interessenten und wird bald das Tierheim verlassen. So wünschen es sich unsere heutige Vorstellungskandidaten natürlich auch. Den Anfang macht ein schöner rot getigerter Kater, der auf ungefähr 4 Jahre geschätzt wird. Er hat sich längere Zeit in Gotha vor dem Haus Buttermarkt 6 aufgehalten und wollte nicht wieder weg. Die Anwohner brachten ihn vor einigen Tagen zu seinem Schutz in die Arche Noah. In seinem Quarantänekäfig gibt er sich verschüchtert und ängstlich. Menschen gegenüber ist er lieb und lässt sich ohne weiteres anfassen. Sollte sich kein Besitzer melden, braucht das rote Tigerchen nach der Bleibepflicht schnell ein neues Revier mit ganz netten Menschenfreunden. Er sollte ein Zuhause mit Freigang bekommen, denn das ist er offensichtlich gewöhnt. Die zweite Vorstellung hat eine schwarze Katzendame, die aus einer schlechten Haltung vom Veterinäramt in die Arche Noah eingewiesen wurde. Ihr Name ist Nizi. Sie wurde im Juni 2011 geboren, ist also fast 6 Jahre alt. Nizi hatte ein Zuhause mit Freigang und das soll für sie auch so bleiben. Nizi ist im Tierheim ebenfalls ängstlich und verschüchtert und braucht ganz schnell wieder ein eigenes Revier und liebe Menschen, die sich immer um sie kümmern. Sie ist lieb und wird sich gern an ein neues Zuhause binden. Mit ihren 6 Jahren kann sie noch lange eine Freundschaft genießen. Nizi ist schon kastriert worden und sorgt damit nicht mehr für unerwünschten, unkontrollierten Nachwuchs. Vielleicht wartet ja ein Katzenfreund schon lange auf so ein schönes Morle, das ihn den Abend mit Schnurren und Seidenfällchen verschönert.